Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Endlich bin ich wieder da. Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat. Es ist viel passiert. Ich konnte leider nicht weiter aufnehmen. Meine Verfassung hat es nicht zugelassen, aber jetzt bin ich wieder da. Wenn ich diese Folge hier hochlade, könnt ihr euch gewiss sein, dass auch noch andere Folgen kommen werden, denn ich werde erst wieder was hochladen, wenn ich genug da habe, damit nicht so eine lange Durchstrecke da ist. Das letzte Mal war im September, jetzt haben wir Dezember, den 21. Und ich habe gestern einfach nochmal, um einfach wieder reinzukommen, habe ich tatsächlich das Spiel nochmal von vorne angefangen und bin innerhalb von 2,5 Stunden da angekommen, wo wir nach 9 Stunden waren. Gut, ich habe jetzt auch viel an Geschichte geskippt. Lustigerweise mehr gefunden als vorher. Ich freue mich jetzt. Ich glaube, jetzt sind wir wieder auf demselben Stand. Und ich habe das einfach nur wieder gemacht, um einfach erstmal wieder ins Kampfsystem reinzukommen. Immer noch komplett drin bin ich nicht, aber besser als vorher. Und einfach nochmal ein bisschen nochmal die Geschichte aufzufrischen. Auch wenn ich viel geskippt habe. Und ja, ich freue mich jetzt weitermachen zu können. Ich habe ja versprochen, dass ich dieses Let's Play auf jeden Fall zu Ende bringen werde. Um Versprechen halte ich und ich werde es auch tun. Deswegen machen wir jetzt hier weiter. Aber eins soll gesagt sein und zwar, es sind ja manchmal Gespräche, die man machen kann auf R1. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Frechheit und die Freiheit heraus. Ich hatte sie ja die ganze Zeit am Laufen lassen. Warum sieht mein Hals so klein aus heute? Entschuldigung. Ich nehme mir die Freiheit mal heraus, dass ich diese Sequenzen skippen werde. Wir werden sie immer anschalten. Ich werde sie aber dann skippen. Einfach nur um, vielleicht kriegt man ja irgendwas oder auch nicht. Vielleicht sind es auch nur Gespräche, Dialogoptionen. Manchmal, wenn ich in der Verfassung bin oder beziehungsweise gerade Bock auf, wo ich denke, okay, das Gespräch kann sich in eine gute Richtung entwickeln oder ich habe einfach Bock drauf, hören wir uns das an, aber die R1 müsste das sein oder L1, weiß ich jetzt nicht, diese Gespräche skippe ich in der Regel. Natürlich nicht die Geschichte, nicht die Story, auch wenn diese R1-Dinge auch zur Story gehören, aber die fressen auch sehr viel Zeit und Zeit ist Geld. Das heißt jetzt nicht, dass ich dieses Spiel nicht würdige, im Gegenteil, ich werde mir auch genauso viel Zeit nehmen. Und wenn ich mich hier umschaue, nach Sachen suche, zum Leveln etc. etc. Die Zeit wird sich genommen. Nur die Zeit wollte ich in diesen kleinen Dialogen immer etwas einsparen. So, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich hoffe, ihr akzeptiert meine Entscheidung, wenn nicht, Pech gehabt. So, los geht's. Und ich glaube, das hatte ich letztes Mal nicht. Oder ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir den alten Speicherstand nicht angesehen. Aber ich habe jetzt dieses Schwert und letztes Mal, ich habe dieses Schwert geschmiedet, dachte mir, geil, und dann konnte ich schon dieses Schwert schmieden. Ich wusste gar nicht, ob wir das jetzt vorher hatten oder nicht. Ich hatte gerade noch, sonst ist hier eigentlich, glaube ich, alles gleich, ja. Ach ja, genau, ging das jetzt mit den DLCs? Ich hatte auch noch ein paar DLCs runtergeladen, Outfits. Oder hat sie hier noch irgendwas? Nee. Oder muss ich das erst bei den Objekten irgendwie freischalten? Da war doch immer was, oder? Oder auch nicht? Eigentlich habe ich DLCs entgegengenommen, aber ist ja auch egal jetzt. Jacke wie Hose. Wir schauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Ich glaube, hier waren wir auch zuletzt, bei der letzten Aufnahme. Deswegen ein bisschen kloppen, ein bisschen reinkommen. Hab ja gestern nur kurz noch einmal gespielt. Don't do one it. Final push. Right. Give them all we got. Less talking, more. Das Einzige, was mich hier so noch ein bisschen abschreckt, ist halt, dass man die wenige Auswahl an Arte, die man hat. Weil ich habe jetzt schon einige gelernt, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Zerstörung jetzt mitnehmen will oder nicht.
Weil den Dämonenzahn finde ich eigentlich cool. Die Schwalmklinge finde ich auch ganz cool. Und das finde ich auch sehr nützlich, um einfach die Combo länger zu erhalten. Hm. Naja. Solange es so funktioniert, ansonsten werde ich irgendwann mal wechseln. Oh, Äpfel. Hm, nom, 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 nom. Lass mal schön so einen Apfelfangkuchen machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kamera ein bisschen hoch steht. Ich komme mir so klein vor. Ich werde in der nächsten Folge mal ein bisschen nach unten gehen. Ist ja auch lange her, dass ich aufgenommen habe. 3 Monate jetzt ungefähr. Mirage! Talonstorm! Okay, cool. Pathetic. Oh, Stufe 4, Rasierklingen fehlt. Hey, die brauche ich, glaube ich, für eine Waffe. Für, oh, ich habe den Namen vergessen. Von der Frau. Chione. Chione. I won't forgive you. You're mine. Wen dann? Warum nicht? Das ist gut, dass ihr gegen Feuer schwach seid. Oh. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Oh, was sind das für Viecher? Wow, das sind neue Gegner. Ey, hier fliegt doch irgendwas über mir, oder? Doch da. Ich nehme mal erstmal jeden Kampf mit. Mit EP, FP können wir immer gebrauchen, oder? Das wird nie verkehrt sein. Und das ist die Sache auch, wo ich so lange weg war. Ach, das hat sich. Am Ende nochmal. Das hat jetzt auch hier mit deinem zu tun. Deswegen. Erst denken, dann reden, Herr Atmos. So. Schon wieder der Stufe 4. Habe ich gerade einfach nur mega Glück, oder? Ich speichere das vorher mal hier ab. Ich kann die Dinger jetzt gerade nicht einschätzen. Kopfsalat. Oh, hier geht's auch nochmal runter. Berserker, okay. Ich doch nicht. Oh, der hat gesessen. Oh mein Gott, die sehen aber cool aus. Jetzt pass mal auf. Boom. Okay, den haben wir schon mal erledigt. Sehr gut. Easy. Nur ein scharfer Zahn? Ich meine, das bin ich, aber warum kriegen wir jetzt nur das? Oh, hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. So langsam komme ich wieder rein ins Kampfsystem. Wahrscheinlich kann man da viel noch mal viel mehr machen. Ich spiele ja auch nur auf halbautomatisch. Nur für die Anfänger quasi. Hier geht's hoch, aber wo geht's hier hin? Da geht's hier runter. Hier geht's runter. Los, Marlene.
Aber ich freue mich auch endlich wieder, das Spiel spielen zu dürfen, beziehungsweise zu können. Die Zeit dafür zu haben, die Muse dafür zu haben, die Lust dafür zu haben. Freue mich mega drauf. Natürlich ist es jetzt veraltet, aber ich habe mir eh überlegt, ich werde auch nur noch das hier erstmal auf dem Kanal spielen, worauf ich Bock habe. Und nicht mehr dem neuen nachzujagen, weil schaffe ich im Moment eh nicht halt. Ich wollte irgendwo noch runtergehen. Da wollte ich hin. Duldan-Erz, okay. Oh, und eine Truhe. Lang des Lebens. Den brauche ich doch nicht. Das braucht nur blutige Finger. Ah, ja. Oh, das sieht aber schön aus. Oh. Aber eigentlich würde ich ganz gern kurz zu dem Typen zurückgehen, der mir die Sachen schmieden kann. Weil ich habe das Gefühl, ich kann für Shion eine bessere Waffe machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn ich das gestern richtig gesehen habe. Waffe schmieden. Bestienmähne. Können wir sogar das Schwert machen. Den Sturmflügel. Steinfragment, okay. Halbmenschliche Klaue. Hm. Okay. Ich kann mir ja vorstellen, dass die Mähnen von diesen Viechern kommen. Aber bisher noch nicht bekommen irgendwie. Aua. Sie wirft noch eine Granate hinterher. Houses in a place like this. People really live all the way out here? The whole area is just little villages. This one's Messiah 224. Wait, I hear something. Sounds like people arguing. Bureau agents. The Snake Eyes must be here. We should sneak past them. That was my original plan, since you all stick out so much. Why? In case one of your people tattles on us? It's the Renans who are making us do it. Oh yeah? Like this Renan who you need to save your people's skin? Well, that's rich, coming from the Bright Eyes, whose people are the reason we're in this mess in the first place! But she started it! 3 centuries of resentment is too much to lay at a single person's feet. Same goes for you, Shion. You can't ignore the past when speaking of the present. Now... What's going on in that village? If I were to guess, someone tipped off the Snake Eyes and they're here to make an arrest. You'd better not be about to suggest we get involved. I'm here for the Lord's head and nothing more. That go for you too, Alphen? Why did you come? Why? To liberate this realm's slaves, of course. Are you still a slave? Me? No. Then tell me what it means to live unshackled. I'll tell you what it means. It means living on your own terms. Being your own master. Thinking and making decisions for yourself. And being prepared to accept the consequences. Understand? Yeah. I think so. Good. So prove it to me. Shion. Don't start with me. I'm not going, and that's that. I understand. Just wait here with Rinwell till we get back, okay? You're going in without the sword? Habe ich doch auf dem Rücken. Looks to be that way.
This is my choice, after all. Your choice? Ugh, listen to yourself. That sword's useless to me without someone to use it. You go dying on me out there and you'll put our whole mission in jeopardy. But I need us all to make it safely to Sisloden. Sisloden, was ein Name, ey. Too many sacrifices have already been made. We came here to put a stop to any more. You've sacrificed something too, huh? Hide somewhere until it's over. You hear me? Damn those Renans. I hate seeing Danon suffering under them here too. I'm surprised you're so angry about it. You're not... Silence, Embedded! Anyone who fails to cooperate will be arrested and tried as a traitor to the realm! Die sehen ja ganz anders aus. Some rat must have sold us out again. You there! You want me to haul you up on suspicion of civil disobedience? But I didn't! What? Leave him alone! An Embedded dares defy the orders of his lordship? Know your place, slave! We can't use the Blazing Sword this close to the villagers. They could get hurt. But there are too many agents. Zephyr? Law, is that you? What's going on? Aren't we supposed to be fighting them? You're alive. What are you doing here? The realm of Sislodia doesn't tolerate civil dissidents like you. Law. Law. I hereby detain you in the name of his lordship! What? Uh-oh. Zephyr? What the hell? Zephyr! Here they come! One come all! Wohin schlägst du? Oh, die halten aber ganz schön viel aus. Ich kann das Feuerschwert tatsächlich nicht einsetzen. Ich drücke die ganze Zeit viel, aber es passiert nichts. Das haben sie cool gemacht. We are not done! Oh, so schwach ohne die Feuerklinge. Aua. Did you just heal me? Yes. I need you, remember? Right. Mow him down! Here I come! Fire in the hole! It's over! Go! I'm only getting started! Demon Fang! Engage! Oh, locked and loaded! Mega Ray! Slow away! Away. It's over! Engage! Fire in the hole! Demon Fang! Zephyr! Are you trying to get caught? I'm sure that can be arranged! Not if I can help it! Warum ziehen sie so wie sie die auf einmal so mega stark? Warum halten die so viel aus? Das ist echt krass. Was? Okay. Hätte sie Fire oder wie der heißt, jetzt den Typen alleine Platz gemacht? Why won't you fight him? Is that soldier someone you know? Don't hurt him. Huh? What are you? Please. It won't work, you know. You never change, do you? You've always got that damn knowing look on your face! Zephyr! I got it handled. But he just... He's my son. Oh. So now you remember me. The nerve of you. I'm gonna wipe that damn look off your face once and for all! Run in hell! Rinwell, you... Law.
Watch yourselves. The insurgents are armed. Noch mehr. Enemy reinforcements. Use the sword. I can't. The villagers will get caught in the blast. We need to fall back. Oh, for crying out loud. Suffer! Go. Leave without me. You can't... I'm not leaving without him. Alfin, there's no time! But what about the resistance? Everyone's counting on you! Forgive me. Ugh! We've waited all night, but nobody's shown up. No sign of Zephyr or an enemy pursuit. So, what's the plan now? You really need to ask? We go rescue Zephyr. If he's under arrest, they'll have taken him to Cisloden, the capital city. Assuming he's still alive, that is. I can't believe Zephyr never told us he had a son. I wonder if the rest of the Crimson Crows knew about it. And to find him in that village of all places. Some coincidence, huh? Those fireworks you pulled out of your hat back there. They were astral arts, weren't they? Shion, what the hell are you Except doing? Except I've never heard of a Danon who can cast astral arts. Are you a Renan? Like hell I am! No, of course not. Renan's eyes light up when they use astral arts. And when you used an art, your eyes definitely didn't. So I guess that means you can't be a so-called Bright Eyes after all. Sie trägt Kontaktlinsen. Sorry. You're right. Those were astral arts I used. Same as the ones wielded by the Renans. A long time ago, my family, my people, were once known as mages. A Danon mage? Up until now, I'd only ever heard of them in stories and rumors. Though now I've seen one with my own eyes, I suppose I'll have to believe it. We've been in hiding for a long, long time, even before the Renans first attacked. That's why no one knew about us. Even before the Renans? Yeah. My ancestors were persecuted and targeted for their gifts. But it was by their fellow Danons. They lived hidden away all these centuries, keeping their existence secret even from the Resistance. My mom and dad drilled it into me that I was never, under any circumstances, supposed to let anyone find out about us. If that's the case, then why did you use your powers back there? I don't know. One second I saw Zephyr about to be killed, and the next I was... Danon Astral Arts. If the Renans knew such a threat existed, there'd be hell to pay. Hey! What? You think I'm gonna go to the Lords with this information? I'm a traitor and an outcast at this point. Or did you forget? What amazes me is how anyone could have that kind of power and yet keep it hidden all this time. Didn't you ever want to use it to help your people? Don't talk like you know the first thing about me, Renan! That's enough. Zephyr wouldn't want this. Listen, all I care about is taking out the Lords, okay? Which is no doubt what her people want, too. Using her powers to help do it only makes sense. Makes sense for who? Us? Besides, Zephyr comes first. We can't just abandon him. It's fine. Huh? You're going to save Zephyr, right? If so, you're going to need my powers to do it. I don't want anyone else to die. Are you sure? That
Then let's get back to the village. We need to find out what happened. Schon wieder so viel Geschichte. Ich will kloppen! Kehr. So, oh, aber interessant. Jetzt erstmal den Vater und Sohn retten. What's wrong? Nothing, just... I'm surprised how dark out it is. Why wouldn't it be? It's still night after all. No, that's what's weird. A lot of time's passed since we arrived in Cislodia. You'd figure the sun would have come up by now. Oh, right. It's not like this back in Calaglia, is it? To be honest, I completely forgot. Basically, it's always night in this realm. Huh? It's been that way forever. It never gets any brighter outside, even in the morning. So it's always dark all day long? But how? How is that even possible? Did the Renans cause this? Of course they did. It's complicated to explain, though. It'd be easier to just get to Cislodan so you can see what's going on for yourself. I'll take your word for it. But right now, finding Zephyr comes first. Sind wir schon wieder an der Hütte. Du bist jetzt mit Rinwell befreundet. Rezept für Gemüsesaft. Yummy, yummy. Rinwells Talent. Ach du Kacke, ist das ein Name. Halte die Arte-Taste gedrückt, während du einen Astralarte wirkst, um die Aktivierung zu verzögern, bis du loslässt. Drücke in diesem Zustand auch E1, um es für später aufzubewahren und aufzuladen, okay? Aufgeladene Arte werden beim nächsten Angriff oder Arte aktiviert und können Teil von Kombos sein. Wirkst du das gleiche Arte, das derzeit aufgeladen ist, können sie sich zu einem höherrangigen Zauber verbinden. Oh mein Gott, die scheinen kompliziert, aber cool zu sein. Dabei entstehen möglicherweise Artes, die Rinwell noch nicht gelernt hat oder nur durch bestimmte Kombinationen wirken kann. Also experimentiere herum und probiere aus, zu welchem Ergebnis unterschiedliche Kombinationen führen. Cool. Hutl. Hutl. Hutl gibt dir Bescheid, wenn sie sich eine Eule auf deiner Karte befindet. Ein Tipp, je näher die Eule ist, desto mehr reagiert Hutl. Hutl. I wonder how Zephyr's doing. If that law guy is his son... They shouldn't be rough with him. I want to believe that. But those two didn't look like they're exactly on good terms. Da Magierausübung. All of creation across the heaven and stem. Ups. Aber das überspringe ich jetzt erstmal. Weil das sind schon echt viele Gespräche und da geht auch sehr viel Zeit drauf, finde ich. Da sind jetzt schon drei und ich denke mal hier pro Gespräch 1 bis 3 Minuten. Is that owl okay? It's been stiff as a board for a while now. You're right. I wonder what's up with that. Die Eule schon sehr, sehr cool aussieht. Come here. It's okay. I won't hurt you. Crap! Huh? What happened? I hate to say this, Rinwell, but I lost Hoodle. I didn't mean to scare him, but he took off. Hoodle? He's right next to you. He is. All I see is snow. Dan and owls conceal themselves when they feel threatened. I guess he's still not quite used to being around other people yet. That would explain it. I should have been more careful with him. Sorry. It's fine. I'm the only human he's comfortable with. Come here, Hoodle! Huh. Damn, he was that close? He's just a little wary of you. I think he gets that you're going to be with us for a while, though. Step in the right direction. If you call his name, he might eventually respond at least. Got it. Thanks. At least he's not sick or something. Indeed. That's quite a relief. Okay, für eine Eule lass ich's laufen. Was ich gucken wollte. Gut, wir sind voll geladen. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Kürzer, länger, durchschnittlich. Die nächste werde ich vielleicht etwas länger lassen. Mal schauen, mal sehen, wie es sich ergibt. Ich finde aber, hier ist ein guter Cut. Und warum so lange keine Videos kamen, werde ich dann in einem separaten Video irgendwann mal, wenn ich mich dazu in der Lage fühle, mal machen. Das gehört hier aber jetzt nicht hin. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ich mal wieder da sein durfte. Schön, dass ihr zugesehen habt, falls auch welche da sind. Auch danke für die Unterstützung die ganze Zeit, obwohl so wenig kam, weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, meine Freunde, und auf Wiedersehen. Tschüss.